Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns das neue Sigma 100 bis 400 für Sony Alpha Vollformat und L-Mount an. Und was es da Neues gibt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Jonas von Fotokoch und wir sind heute im wunderschönen Wildpark Grafenberg, ganz in der Nähe von Düsseldorf. Und wir schauen uns heute dieses wunderschöne 100 bis 400 von Sigma an. Ein Objektiv für Vollformatkameras für den Sony E-Mount und den L-Mount. Wir haben hier heute die E-Mount-Variante dabei, denn ich bin mir sicher, viele von euch werden das Objektiv auch an einer Sony Alpha-Kamera benutzen, und zwar heute wir hier an der Alpha 7 Mark III. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt hier einmal, ob wir ein paar Tiere auftreiben können, beziehungsweise ob wir ein paar finden. Wir sind hier schon beim Waschbärgehege und ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt hier schon mal ein paar coole Fotos zu machen. In diesem Video will ich euch nicht zu sehr mit technischen Daten langweilen, denn die könnt ihr jederzeit im Fotokoch-Blog nachlesen, habe ich euch hier unten verlinkt, aber ein paar grundsätzliche Dinge trotzdem. Überzeugen soll das Sigma vor allem aufgrund der Größe und des Gewichtes. Wir sind hier bei knapp 1100 Gramm und somit schon etwas leichter als doch der Konkurrent, das Sony G-Master 100 bis 400. Dafür haben wir beim Sigma aber auch eine Blendenstufe weniger. Wir sind hier angefangen bei 100 mm von einer Blende 5 hoch dann bis zu einer Blende von 6,3. Zusätzlich an Bord ist außerdem der Bildstabilisator aufgrund der Brennweite auf jeden Fall empfehlenswert. Wir gucken uns nachher auch noch an beim Filmen, wie gut der da wirklich performt. Sonst ein paar Eckdaten zum Objektiv. Das 100 bis 400 von Sigma ist ein Objektiv der Contemporary-Serie und damit ein sehr universell einsetzbares Objektiv. Sigma hat da ja drei Klassen, Contemporary, Sports und Art. Das 100 bis 400 ist jetzt hier kein Art-Objektiv, das zeigt sich aber auch im Preis. Dafür ist eben die Verarbeitung auch, ich sag mal, nur eher aus Plastik, bisschen mehr Kunststoff, als es bei einem Art-Objektiv der Fall wäre. Dadurch kommen wir hier aber mit dem Gewicht auch eben deutlich unter das Gewicht, was wir bei einem Art-Objektiv sehen. Und das im Verhältnis zur Größe ist doch irgendwie ein Punkt, der hier für das Sigma 100-400 spricht. Wir haben hier vorne eine Gegenlichtblende drauf, können wir auch abnehmen bzw. verkehrt rum aufsetzen. Das heißt, das ist das Objektiv so in der kompletten Länge. Dadurch, dass wir hier eben eine Blendenstufe, sag ich mal, weniger haben als beim Sony, kommen wir hier auch auf einen Filterdurchmesser von 67 mm. Das Sigma 100-400 kommt hier außerdem mit einem Objektiv-Lock. Hoppala, zack. Und das heißt einfach, ihr könnt das Objektiv bei 100 mm hier locken. Das heißt, wenn ihr es tragt, ich mache mir das hier immer so an den Rucksack hin, dann passiert da, sage ich mal, auch nichts. Was nicht dabei ist, das ist ein bisschen schade, ist hier die Stativschelle. Da könnt ihr hier diesen Gummiring abmachen und stattdessen eine Stativschelle befestigen. Die ist leider nicht im Lieferumfang enthalten, bekommt ihr aber auch in unserem Onlineshop. Mit 129 Euro muss man sich natürlich schon zweimal überlegen, ob man diese Stativschelle braucht. Das 100-400 aber auf jeden Fall ein Objektiv, mit dem man gut aus der Hand fotografieren kann. Und deswegen würde ich mal gucken, was wir hier jetzt noch für Tiere haben, abgesehen von den Waschbären hier im Wildpark, finden. Wir haben jetzt gerade auch schon ein paar Rehe gefunden. Und ich muss sagen, ich mache Wildlife-Fotografie jetzt nicht so super oft. Und es ist schon echt schwierig, mit 300, 400 mm das zu schaffen, das einzufangen.
Und ich habe hier die Kamera übrigens an dem Capture Clip von Peak Design befestigt. Das heißt, ihr könnt hier die Kamera mit dem Objektiv ganz einfach an dem Rucksack befestigen. Und mir ist auch aufgefallen, wenn man halt mit einer sehr kurzen Verschlusszeit, 1600stel, 1200stel fotografiert, dann kommt man doch auch schon in relativ hohe ISO-Bereiche, gerade wenn sich das Motiv im Schatten befindet. Für Sony Alpha Kameras in der Regel überhaupt kein Problem, wenn man jetzt nicht zu super genau hinschaut. Aber natürlich, da geht dann schon eine Blende eben verloren, wenn man es mit dem Sony G-Master vergleicht direkt. Was mir jetzt beim Fotografieren noch aufgefallen ist und was bei dem Sigma 100-400 ja doch besonders ist, hier dieser Dual-Zoom, Dual-Action-Zoom nennt Sigma das. Und zwar einmal können wir natürlich hier vorne mit dem breiten Drehzoom können wir ganz einfach zoomen, aber wir können auch hier vorne einfach an der Gegenlichtblende das Objektiv rausziehen und damit dann relativ schnell zoomen, so wie man es von etwas älteren Schiebezooms auch kennt. Fand ich auf jeden Fall eine ganz gute Einstellung. Hier sind wir ja gerade im Wildpark in Grafenberg und wir haben natürlich leider immer einen Zaun zwischen uns und dem Tier. Und eine sehr gute Funktion da vom Sigma ist, dass wir hier einstellen können, von wo, in welchem Bereich der Fokus, der Autofokus, operieren soll. Und wir können jetzt hier sagen, entweder im kompletten Bereich, also von der Naheinstellgrenze bis maximal, also unendlich, oder eben nur in diesem Bereich von 0 bis 6 Meter. Also zum Beispiel, wenn ich Blumen fotografieren möchte, was mit dem Sigma 100-400 auch möglich ist, denn die Naheinstellgrenze ist hier mit dem Sigma sehr nah. Aber in unserem Fall, ich habe das jetzt hier auf 6 Meter bis unendlich gestellt, auf die mittlere Position, und somit besteht nicht die Gefahr, dass das Objektiv versucht, hier auf den Zaun in 2 Meter Entfernung zu fokussieren. Und wir sind jetzt hier gerade bei den Fasanen und wir gucken uns die Bilder später natürlich auch noch ein bisschen näher an. Hier haben wir jetzt noch mal ein paar mehr gefunden und hier wollen wir jetzt mal den Bildstabilisator testen. Und wo kann man das am besten? Bei Video. Ich habe die Kamera jetzt auf den manuellen Videomodus gestellt mit einer Verschlusszeit von 1/50 und der Offenblende. Und jetzt schauen wir einfach mal, was da für Ergebnisse rauskommen. Das Ganze war jetzt wirklich aus der Hand, auch nicht so wirklich stabil gehalten. Ich habe auf dem Boden gekniet, das heißt, das war jetzt auch nicht vom Stativ. Wir haben jetzt natürlich hier die In-Body Stabilization von der A7 und eben den IBIS hier im Objektiv. Das war es soweit vom neuen Sigma 100-400. Schreibt ihr gern hier unten in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Ultra Zoom von Sigma denkt. Ganz kurz zum Schluss noch, der Einführungspreis hier wird bei circa knapp unter 1000 Euro liegen. Und ich glaube, das ist schon ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was wir hier bekommen. Im Vergleich natürlich auch immer zu dem Original Sony 100-400 G-Master. Für alle, für die wirklich das letzte Prozent Bildqualität bzw. das letzte Prozent oder die letzte Blendenstufe und Licht einfach alles ist, wie wir hier heute natürlich auch gemerkt haben,
für die ist sicherlich das Sony 100 bis 400 immer noch eine, ja, oder immer noch die bessere Option. Beide Objektive findet ihr natürlich im Fotokoch Online-Shop und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.